So, dieses Mal aber dann bitte. Ja, zu schnell, sei zu schnell. Nein, tu das doch nicht. So, hoch. Na, was machst du? Folge meinem verdammten Befehl. Hoch. Zurücklaufen lassen, Zeit verstreichen lassen. Dankeschön. Das hier nun? Nun zurückspulen, und zwar wirklich weit zurückspulen. Ja, schon so ungefähr hierhin. Im richtigen Moment, wenn der Schatten unten hingeht, hochsetzen. Hier drauf. Klappt. Okay, danke. Als Belohnung kriege ich ein Puzzle, wo zwei Leute drauf sind, hintereinander. Das kriegt nicht mal der schlechteste Kameramann hin. So, Versteck. Alle Level, die Versteck heißen, beinhalten einen Endgegner. Um genau zu sein, den gleichen. So, das dürfte sich jetzt aufwecken. Das hier erklärt sich eigentlich fast von selbst. Ja, wohin willst du? Wohin willst du denn im Leben, mein Sohn? Woher kommst du und wohin gehst du? So. Und nun tu's. Danke. Nochmal. Hallo? Warum machst du nicht dasselbe wie beim letzten Mal? Irgendwas läuft hier sehr falsch. Dann nicht. Hallo. Ah, verdammt. Hilfe, die Geschichte verabscheut ein Paradox. Mach schon. Danke. Jetzt. Was? Wieso hast du eigentlich wieder vier Hörner? Sag mir das. Selbst der Teufel hat keine vier. Was? So. Geduld, Geduld, Geduld. Danke. Schatten? Super gemacht. Ich glaube, der Einzige, dem ich in dem Spiel vertrauen kann, ist mein Schatten. So. Bams. Jetzt, während er auf dem Weg ist. Boom. Ich hasse euch. Ja, das klappt jetzt natürlich nicht. Ich brauche die sowieso nicht mehr, von daher. Ich kann auch den letzten jetzt ohne Schatten eigentlich benutzen. Moment, Moment. Ah. Lass es fallen. Und er ist tot. Diesen Schlüssel holen wir. Da ist eine Tür. Deshalb laufen wir nicht zur Tür. Sondern den ganzen Weg zurück. Hierhin öffnen diese Tür. Betätigen diesen Hebel. Dann setzen wir die Zeit zurück, bis wir hier sind. Unser Schatten macht es uns nach mit dem Hebel betätigen. Wodurch sich das hier öffnet und wir dieses Puzzleteil bekommen. Das ist das vorletzte. Sensible Begleitung. Oh ja, das ist sie. Nein, das war doch nicht das. Doch, das war das vorletzte. Wie das hier geht, habe ich nie gerafft. Meistens hilft es einfach nur, blöd rumzuspringen und zu hoffen, dass alles klappt. So klappt nämlich nicht alles. Ja, mein Schatten hat jetzt keinen Schlüssel mehr. Manchmal hat er ihn, manchmal hat er ihn nicht. Es ergibt sozusagen wirklich keinen Sinn. So. Ja, jetzt passiert das mal wieder, dass er ihn nicht hat. Ja, mein Schlüssel steht ohne Schatten vor der Tür. Mein Schatten steht ohne Schlüssel vor der Tür, aus keinem ersichtlichen... Ich hab's kapiert! Verdammt, ich hab's kapiert, ja? So. Gegen die Tür rennen. Zeit zurücksetzen. Schnell Schlüssel holen. Dann hat der Schatten keinen Schlüssel. Warum?! Zeit zurücksetzen. Schatten ist faul wie die Nacht. Jetzt hat auch der Schatten einen Schlüssel. Aber er tut nichts. Jetzt hat keiner von uns beiden einen Schlüssel. Dieser Schatten ist so ein elender Nachmacher. So, einfach gegen die Tür rennen. Bei diesem Mal das hier tun.
Ich bin gegen die Tür gerannt. Der Schatten müsste sie öffnen. Ich öffne diese und es klappt alles. Okay, hinunter. Und das war's auch schon von diesem kleinen, ziemlich leichten Abschnitt. Fahne, yeah! Hallo, ich bin ein Ohrwurm. Ich habe mich verlaufen. Wie geht's dir? Sag mal, willst du mich verkackeiern? Dafür töte ich dich mit der Leertaste. So, nachdem wir unsere Leertaste auf Barney zusammengeschlagen haben, kriegen wir als Belohnung dafür, oder als Strafe, ein kleines Puzzle. Und weil ich Puzzle so sehr liebe, klappt das bisher auch alles wunderbar. Ich melde mich zurück, wenn ich es zusammen habe. So Leute, ich bin jetzt kurz davor, das letzte Puzzleteil einzusetzen. Ich kann euch sagen, dass es länger gedauert hat als der gesamte Rest des Levels. Rauskommt dieses Bild und das war's für heute mit Let's Play Braid. Morgen, nein, das nächste Mal Welt 6. Bis dahin, ciao.